Die 19. Staffel Rote Rosen steht vor der Tür. Ob neue Liebespaare oder fiese Intrigen. Die Schauspieler der Serie bieten Staffel für Staffel jede Menge Drama. So ist es wenig überraschend, dass auch die kommenden Folgen das ein oder andere Ass im Ärmel haben. Denn es gibt Neuzuwachs im Ensemble. Bereits vor wenigen Wochen wird bekannt, dass die ARD-Kultserie mit Schauspielerin Edelgard Hansen ein neues Talent in ihren Reihen begrüßt. Doch damit nicht genug. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen auch Schauspieler Daniel Hartwig, der Sohn von Fußballlegende Jimmy Hartwig, sowie Soko-Wismar-Star Nicole Ernst künftig mit von der Partie sein. Letztere muss dafür vorerst ihre Rolle als Pathologin in dem Vorabend-Krimi aufgeben. Eine schwierige Entscheidung? Im Interview mit der Bild-Zeitung verrät sie: Ich hatte mit dem Tod zu tun und jetzt kommt ein ganzes Jahr die Liebe zum Zug. Schön. Auch Neuzugang Daniel Hartwig freut sich auf die neue Herausforderung. Die Rolle ist ein Glückstreffer für mich. Da dürften sich vor allem die weiblichen Zuschauerinnen freuen. Schließlich ist der durchtrainierte Schauspieler ein echter Leckerbissen. Nur nicht verwechseln mit RTL-Moderator Daniel Hartwig. Der wird seinem Job bei Let's Dance wohl vorerst treu bleiben.